Hallöchen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video möchte ich dir einen einfachen Trick zeigen, wie du in 3 Schritten deinen Kalender effektiver nutzen kannst. Zunächst jedoch mal die Frage an dich. Wie oft und in welcher Tiefe verwendest du deinen Kalender? Schreib's mir mal gerne in die Kommentare. Und jetzt will ich dir was zeigen. So habe ich meinen Kalender vor 3 Jahren verwendet, so habe ich meinen Kalender vor 2 Jahren verwendet und so sieht mein Kalender aus, wie ich ihn seit über einem Jahr nutze. Wie du sehen kannst, schreibe ich nicht nur den Termin in den Kalender, sondern auch zu jedem Termin, was genau da stattfinden soll. Zu viel Aufwand findest du? Naja, vor einigen Jahren habe ich mich wirklich kurz vor einem Zusammenbruch gesehen und habe gemerkt, ich muss unbedingt etwas ändern. Und nicht die Aufgabenmenge hat sich bei mir verändert, sondern die Art und Weise, wie ich mit all den Aufgaben umgehe. Das Ergebnis? Wenig bis kein Stress. Und das nur, weil ich mich voll und ganz auf mein Aufgaben- und Terminmanagement verlassen kann. Und diesen 3 Schritt, welcher mein Leben wirklich verändert hat, den möchte ich dir in diesem Video zeigen. Es ist aber nicht so, dass man einmal ein gewisses Level erreichen muss und dann läuft alles wunderbar von alleine. Nein, es sind Techniken im Umgang mit dem Kalender, die erstmal zur Routine werden müssen. Ja, und manchmal sind es eben die kleinen Dinge, die einem dabei helfen, den Kalender routinierter und damit auch effektiver verwenden zu können. Schritt 1. Trage all deine Termine im Kalender ein. Es ist also kein Hokuspokus, aber die meisten scheitern bereits an dieser Stelle. Erst wenn du anfängst, all deine Termine im Kalender einzutragen, wirst du all die 1000 Aufgaben aus deinem Kopf bekommen. Breche daher mit Fallstricken wie, oh, das muss ich später noch im Kalender eintragen, denn das vergisst man meistens, sondern verwend einfach Siri. Neuer Termin, Paper durchlesen, übermorgen von 10 bis 10.30 Uhr. Das Coole, Siri legt dir nicht nur diesen Termin an, sondern erinnert dich auch daran, wenn bereits zu dieser Uhrzeit ein Termin stattfindet und du kannst dann den jeweiligen Termin noch entsprechend anpassen. Dein Gehirn ist eben nicht gut, sich Dinge merken zu können, aber es ist verdammt gut darin, kreativ mit Dingen arbeiten zu können. Und erst, wenn du all deine Termine im Kalender stehen hast, und das ist eben das Speichern, worin dein Gehirn eben nicht gut ist, dann kannst du mit Schritt 2 weitermachen und damit kreativ werden. Nehme dir am Ende der Woche etwas Zeit, um deine Aufgaben in Erinnerungen durchzugehen, um zu schauen, welche dieser Aufgaben unbedingt erledigt werden müssen in der nächsten Woche und trage genau diese Aufgaben fest im Kalender ein, dass du weißt, wann du was machst. Verstehe also deinen Kalender als dein persönlicher Manager, welcher dich zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf die wesentliche Aufgabe hinweist und all die notwendigen Informationen für dich bereithält. Die Planung beginnt und endet also nicht damit, dass du einen Eintrag im Kalender machst, sondern Planung ist ein Prozess. Gebe diesem Prozess Raum und Zeit. Sammle also schon während der Woche anstehende Aufgaben einfach in der App Erinnerungen. Täglich nutze ich Siri völlig ohne zusätzlichen Zeitaufwand mit der Aussage "Erinnere mich an". Nutze dann diese Sammlung an Aufgaben, welche eben in der Woche entstanden ist, für die spätere Planung. Idealerweise zum Beispiel an einem Freitag, um die Termine der nächsten Woche konkretisieren zu können. Und der wunderbare Nebeneffekt dabei, du wirst schon beim ersten Mal mit einem völlig freien Gefühl ins Wochenende starten können, weil du genau weißt, die nächste Woche steht. Da sind keine unbedachten Aufgaben, die dich noch das ganze Wochenende plagen werden. Glaub's mir, probier das mal aus. Und hier beim Videoschneiden möchte ich nochmal auf die Kleinigkeiten im Terminkalender hinweisen, denn erst durch die Kleinigkeiten wird dein Kalender zu deinem persönlichen Manager. Denn oftmals ist es ja so, dass man gerade die Kleinigkeiten in 1 oder 2 Wochen gar nicht mehr weiß. Und dann treten sie an einem ohnehin schon stressigen Alltag plötzlich auf den Schirm und zerhageln dir deinen ganzen Tag. Finde also heraus, was sind bei dir deine Kleinigkeiten, und das können auch so ganz offensichtliche Dinge sein. Bei mir zum Beispiel ist es das Zugfahren. Ja, ich fahre jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit und zurück. Warum also sollte ich das in den Kalender eintragen? Ganz einfach. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich dadurch eine Routine entwickelt habe, dass ich diesen Termin auch am iPhone ganz einfach ohne zusätzlichen Aufwand anklicken kann, um dann eintragen zu können, was ich in dieser Zeit abarbeiten möchte oder vielleicht auch sogar muss. Und
dann kann ich einfach in meinen Kalender jeden Tag reinschauen und schauen, was steht denn heute an. Denn ich weiß, ich kann mich zu 100% auf meinen Kalender verlassen, denn da steht alles drin. Und was da nicht drin steht, ist an dem Tag einfach nicht wichtig. Genau das ist die Aufgabe eines persönlichen Managers, dir zu sagen, was jetzt und heute in dem Augenblick gerade wichtig ist. Dabei hilft es, immer wiederkehrende Handlungen bei so einer Planung zu automatisieren, damit genau diese Handlungen nicht unnötig viel Zeit fressen. Zum Beispiel, wenn du einen immer wiederkehrenden Termin hast mit immer demselben Titel und immer demselben Zeitumfang, zum Beispiel Igel streicheln für 45 Minuten, dann kannst du folgenden Shortcut nutzen, der dich mit einem Klick genau so einen Termin erstellen lässt. Öffne Apples App Kurzbefehle und tippe dann oben auf den Plus-Button, um einen neuen Shortcut anzulegen. Und dann gibst du dem natürlich wie immer einen sinnvollen Namen, zum Beispiel Standardtermin anlegen. Fertig. Danach tippst du auf Aktion hinzufügen und hier suchst du dann nach der Aktion Neues Ereignis hinzufügen. Dann tippst du die Aktion Neues Ereignis hinzufügen an und die landet dann hier im Aktionsfeld. Ja, und hier tippst du dann in das Variablenfeld Titel und hier gibst du deinem Standardtermin einfach den Titel, wie er im Kalender am Ende lauten soll. Zum Beispiel Igel streicheln. Wunderbar, toller Termin. In das Variablenfeld Morgen Mittag da einfach lange reintippen und dann kannst du jedes Mal auswählen als Variable. Für die Zeitdauer, die wird erst danach definiert, deswegen tippst du hier in Morgen um 13 Uhr in dieses Feld einfach rein und verwendest einfach hier mal aktuelles Datum. Anschließend klappst du die Aktion aus, trägst den Kalender ein, wo das Ganze eingetragen werden soll standardmäßig und deaktivierst unbedingt Bereich zum Erstellen. Anschließend tippst du unten in die App- und Aktionssuche rein und suchst jetzt nach Kalenderereignis bearbeiten. Na? Ja, und auch diese Aktion Kalenderereignis bearbeiten, diese tippst du einfach an. Und die landet dann hinten dran. Und jetzt kannst du das zuvor erstellte Kalenderereignis, das kannst du jetzt bearbeiten. Und zwar möchten wir jetzt noch die Dauer festlegen. Deswegen tippst du hier in Detail in diese Variable hier rein und verwendest einfach die Variable Dauer. Ja, und dann passt du noch die Dauer von dem Termin an. Da verwende ich jetzt einfach mal 45 Minuten und das wird dann festgelegt. Und jetzt brauchst du nur noch eine einzige Aktion. Tippe also hier in die Suche rein und suche nun nach der Aktion in Kalender öffnen und die Aktion, die du brauchst, lautet in Kalender öffnen. Diese Aktion einfach antippen und damit ist der Shortcut fertig. Damit du den jetzt auch schnell zur Verfügung hast, tippst du unten auf das i-Menü und verwendest zum Home-Bildschirm. Ja, und hier kannst du dem natürlich noch ein eigenes Icon geben, eine Farbe und noch dieses Icon benennen, wie du das Ganze magst. Und dann tippst du auf Hinzufügen. Ja, und dann landet er hier auf dem Homebildschirm und wenn du den antippst, dann kommt genau das, nämlich die Abfrage, wann dieser Termin stattfinden soll, zum Beispiel am 10. Die Uhrzeit kann man hier auch noch eingeben. Fertig. Und dann wird genau am 10. für 45 Minuten ein Termin Igel streicheln angelegt. Für weitere Shortcuts dieser Art folge mir gerne bei Patreon und erhalte dort Zugang zu hunderten anderen Shortcuts oder lass dir einfach von mir einen auf dich zugeschnittenen Shortcut basteln. Jetzt, da deine Termine der Folgewoche gesetzt sind, gehe sie nun Schritt für Schritt durch und notiere dir zu jedem Termin die für dich wichtigen Informationen. Erinnere dich dran, dein Kalender kann wie dein persönlicher Manager sein, der dich eben nicht nur auf bestimmte Termine hinweist, sondern dir auch alle notwendigen Informationen mit an die Hand gibt, dann, wenn es drauf ankommt. Bei Unterrichtsstunden trage ich das Stundenthema logischerweise ein und notiere mir gegebenenfalls noch ein paar Notizen. Bei einem EDV-Termin trage ich die Aufgabe ein, die erfüllt werden soll in dieser Zeit. Wenn ich zu diesem Termin noch eine Anleitung von einem Dienstleister via Mail erhalten habe, dann verlinke ich auch diese Mail in diesem Termin. Wenn du wissen willst, wie man einen Link von einer Mail direkt in die Zwischenablage kopieren kann, dann schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Dann erstelle ich dazu noch ein Video.
oder du schaust einfach bei Patreon vorbei, denn da habe ich natürlich diesen Shortcut schon online. Und wenn ein Termin wirklich fertig vorbereitet ist, dann markiere ich das mit einem grünen Haken-Emoji. Und wenn ein Termin noch irgendwelche offenen Punkte hat zur Vorbereitung, dann markiere ich das Ganze mit einem Ausrufezeichen-Emoji. Und natürlich erstelle ich mir dann direkt zu so einem Termin mit Ausrufezeichen-Emoji auch direkt schon einen Termin, wann ich das Ganze vorbereiten möchte. Ja, und das Coole ist, wenn du so vorgehst, dann kannst du es so machen, wie ich das ganz lange genutzt habe, und zwar folgenden Shortcut, der mir einfach alle Termine mit so einem Ausrufezeichen-Emoji direkt in Erinnerungen einträgt am Anfang der Woche. Öffne erneut Apples Kurzbefehle und navigiere unten in der Mitte zu Automation. Das kannst du am iPad und am iPhone gleichermaßen erstellen. Am Mac funktioniert das leider nicht. Dann tippst du oben auf den Plus-Button, um eine neue Automation anzulegen. Wähle den Trigger Tageszeit und verwende hier auf jeden Fall eine wöchentliche Automation. In dem Fall zum Beispiel einfach nur immer montags. Und hier verwende ich eine frühe Uhrzeit, zum Beispiel 6 Uhr. Unten wählst du noch sofort ausführen aus und beim Ausführen benachrichtigen kannst du deaktiviert lassen. Dann auf Weiter und im nächsten Fenster wählst du neue leere Automation aus. Zuallererst brauchst du hier die Aktion, die du hinzufügen musst, Kalenderereignisse suchen. Die tippst du dann einfach an und die ist standardmäßig schon richtig gesetzt innerhalb der nächsten 7 Tage, aber du musst noch einen Filter hinzufügen und zwar nicht der Kalender ist, sondern der Titel enthält und dann fügst du einfach das Emoji hinzu, was eben das Ganze triggern soll. Bei mir ist es eben das Ausrufezeichen. Ja, und alle Termine, die so ein Ausrufezeichen enthalten, die sollen ja in Erinnerungen landen. Also gehst du hier rein wieder in die Aktionssuche unten und verwendest erstmal wiederholen mit jedem und diese Aktion wiederholen mit jedem. Die tippst du an und mit jedem Ereignis soll natürlich was passieren, nämlich in Erinnerungen landen. Deswegen tippst du nochmal in die Suche rein und suchst nach neue Erinnerung. Die Aktion, die du brauchst, lautet neue Erinnerung hinzufügen, die einfach festhalten und dann in deiner Wiederholungsaktionsschleife hier fallen lassen. Ja, und dann musst du hier noch ein paar kleine Anpassungen machen. In das Feld Erinnerungen da einfach mal reintippen und dann findest du über der Tastatur, wenn du da ein bisschen rüber scrollst, die Variable Objekt wiederholen. Das ist nämlich der Termin, der gefunden wurde im Kalender mit einem Ausrufezeichen. Das soll jetzt auch eingetragen werden und zwar mit oder ohne Hinweis. Das kannst du einfach entscheiden und dann klappst du das Ganze auf und hier kannst du noch weitere Einstellungen vornehmen. Dann kannst du da unten über den Play-Button diese Automation testen oder auch einfach hier schon mal auf Fertig tippen und dann siehst du hier in der Automationsübersicht diese Automation, die du auch jederzeit wieder anpassen kannst. Mit diesem einfachen Dreischritt ist mein Tag nicht mehr geplagt von Affekthandlungen, sondern ich kann mit einem befreienden Gefühl in den Feierabend und ins Wochenende starten. Probier das also auf jeden Fall mal aus. Erstens notiere alle anstehenden Aufgaben entweder in Erinnerungen oder wenn möglich direkt im Kalender. Zweitens gehe am Ende der Woche deine Aufgabenliste durch und terminiere sie für die Folgewoche, sodass jeder Tag in der Folgewoche schon mal eine grobe Linie bekommt. Und drittens gehe jeden Termin der Folgewoche durch und ergänze dort für dich wichtige Informationen, sodass du wirklich weißt, hey, ich habe Manager, der in die Hosentasche passt. Schreib es mir gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen du mit diesem System gemacht hast oder wie du deinen Kalender verwendest. Mit diesem System kannst du dich auf jeden Fall zu 100% auf deinen Kalender verlassen, auch wenn die Aufgabenanzahl unzählbar ist. Jeder Tag hat nur 24 Stunden. Plane sie mit Bedacht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.